Morgen. Morgen. Grüß euch. Ist was? Na, warum? Na, weil du so schaust wie der Einstein, bevor er die Atome erfunden hat. Der hat die Relativitätstheorie erfunden. Die Atome waren schon vorher am Tor. Sehr wurscht. Also. Naja, ich frage mich, ob ich mich in die Entscheidung vom Reini einmischen soll oder nicht. Welche Entscheidung denn? Er könnte Detektiv werden, ne? Aber da müsste er von der Polizei weg und ich weiß nicht, was ich ihm raten soll. Das muss doch er entscheiden, da kannst du gar nichts machen. Glaubst? Schau, wenn er wirklich kein Polizist mehr sein will, ist bessere Arbeit was anderes. Er ist ja noch jung. Wenn du mal so lange dabei bist wie ich, machst du den Schritt nimmer. Auch wenn es dir manchmal nur so anstinkt. Ja, stimmt. Du, Gitti, ich glaube, wir müssen. Vor der Trafik werden die Leute schon warten. Bitte. Ciao. Servus. Na, die haben leicht reden, aber ich stehe da oben. Da ist er ja. Kopfdetektiv, Zoe Polizei. Wer soll ein Hasenhäppchen? Lass dich gehen, so ist das nicht, da ist kein Platz für drei. Verschwind in den Garten. Ja, was soll ich machen, Chef? Er ist schon alles gemacht, Garten. Der mag halt nur einmal, oder hol eine Zigarette oder irgendwas. Jedenfalls verschwind aus der Kugel, geh, komm. Aussieht da! Gott, noch einmal. Bisschen eng ist doch erinnert. Ich bin ja ganz ein Schlimmer. Kaum ein paar Brottage verheiratet und schon mit andere Frauen anbandeln. Ja, ja, die reifen Herren. Schämen Sie ihn? Ja, ich schäme mich doch echt durch und durch, Fräulein. Aber ganz andererseits, ich meine, jetzt, wo ich ein Brief der Ehemann bin, das tun wir auch noch eine, bitte. Deshalb muss ich dann nicht ins Kloster gehen, nicht? Ein Mann ist eben ein Mann, nicht? Wenn Sie wollen, ein schweifender Wolf. Hm. Und Sie sind so ganz anders wie meine Frau. Ach so? Molliger. Blonder. Hey, sagen Sie, Fräulein, könnte man sich nicht einmal so treffen? Ich meine, so zum Gedankenaustausch. Wir sehen sich doch eh jeden Tag, wenn ich liefern komme. Ja, schon, aber da, ich habe da eher etwas mehr Privates gedacht. Hören Sie, Sie tun mich ja direkt sexuell belästigen, Herr Schäuble. Ihre Formen zwingen einen Mann ja direkt dazu, Fräulein. Sagen Sie mal, Fräulein, ich bin die Inge. Inge, das ist ja ein scharfer Name. Inge, ach Inge, nimm mich in die Zwinge. Sie haben doch eh eine Frau, Sie Schnipfer. Ich muss. Na, nicht jetzt. Komm doch morgen eh wieder. Na, nicht jetzt. Inge, das ist ein Gebirge von einem Weib. Der weiß, Banker sind, das ist kriminell, überhaupt in Moskau. Was man dort alles unterkommen ist, das ist himmelschreiend. Das ist, was, Geschäfte mit der Mafia und was weiß ich, darum bin ich ja weg, ne? Ja. Dabei habe ich ja nur einen gewissen Einblick gehabt, aber es hat mir gereicht, da habe ich gesagt, Boris, habe ich gesagt, ohne Pepe Scheudl. Weil bei uns scheißen sie sich an, wenn ein altes Mutterl ein paar Schilling anonym auf ein Sparbuch legen will. Und dort machen sie Sachen. Da hast du keine Ahnung, was die dort auch. Was ist denn? Temperaturcheck und ein Kerl gehen. Die gehen ja ins Hotel Orient, das gibt's doch nicht. Na, bist du deppert. Meine verehrte Stiefmama geht mit einem Kerl ins Hotel Orient. Wenn das gar nicht heißt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt die Touricheck gewesen ist. Na, freilich war es. Und dazu machen sie es nicht unter dem Hotel Orient. Also irgendwie tut mir dein Vater leid. Na, mir nicht. Warum heiratet er einen Krampen wie die Touricheck? Ja, das ist gut, gell? Das schmeckt gut, das Tortel. Das schmeckt besser als das blöde Hundefutter, was im Fernsehen immer anbieten. Meine Hunde sind so quicklebendig und so vital. Und dabei lassen sie es tagelang vorher hungern, damit sie den Dreck vor der Kamera überhaupt fressen, gell? Ja. Ach, weißt du, wer ist denn das? Ja. Ja, Herr Kaiser. Wer sind Sie? Kampagne, nein, kenne ich nicht.
Ach, Sie sind's, liebe Frau Scheutl. Ja. Ach, verheiratet heißen Sie Gampernick, ja. Ja. Ja, was verschafft mir die Ehre da? Was? Aha. Ah, schau. Ja, aber sehr gern, ja. Natürlich, liebe Frau Gampernick. Frau Scheutl. Nein, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Frau Gampernick, ja. Natürlich. Nein, mit Spionieren hat das nichts zu tun. Überhaupt nichts. Nein. Ein Mutterherz, das will halt wissen, wie es dem Sohn so geht und was er macht. Ja, auch wenn der eigene Sohn von der leibhaftigen Mutter überhaupt nichts mehr wissen will. Aber ein Mutterherz, das schlägt treu und ewig. Nein, kein Mensch wird etwas erfahren von unserer Verbindung, aber keine Seele. Nein, nur Sie, der Waste und ich. Aha. Auf Wiederschauen, ja. Wiederschauen, Frau Gampernick. Aha. Das schon. Nette Frau, so besorgt. Will alles über ihren Sohn wissen, was die von uns. Na, das werden wir schon machen. Da, da ist dort. Wir sind doch ein super Team, gell? Jetzt bist du gestärkt von der Torte. Jetzt geht's auf. Blasen! Bitte was? Aufblasen, die Kahne müssen sie aufblasen. Mein Gott, hab ich mich jetzt erschreckt. Alter, kann ich nicht behilflich sein? Sind Sie von da? Guten Tag nicht. Wo halt nicht da. Geben Sie her. Danke. Im ersten Moment habe ich gedacht, dass. Ja, Sie wissen schon, man liest ja immer wieder, dass Frauen auf dem Friedhof überfallen werden. Hier und da schon. Hier und da eh. Aber nicht, wenn ich da bin. Friedhofskopf, ne? Also, na ja. Na, gell, was, Andreas? Danke. Bitte. Sind eh öfters da, gell? Hab's eh schon gesehen. Einmal die Woche. Super. Naja, um ehrlich zu sein, mir wär's lieber, ich müsste nicht so viel Zeit am Friedhof verbringen. Mir auch. Geben Sie her, für Sie noch einmal mit Wasser oder der Schlaf vom Gärtner. Wirklich? Ja. Danke. Bitte. Aber Sie haben doch sicher was zu tun. Geh, sagen Sie mir einer auf der Gemeinde, der was zu tun hat, bitte. Grüß Sie. Ja. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich bin so einer, der unsere Damen angewascht hat am Friedhof. Ah, das geht schon in Ordnung. Eigentlich bin ich ja froh, wenn ich jemanden zum Plaudern hab. Ja, dann sind wir plaudern. Haben Sie Lust jetzt noch? Dienstschluss? Also können wir eh gleich auf einen Kaffee oder so. Mal ist nur so eine Idee. Eigentlich finde ich das nicht eine so glückliche Idee. Wie gesagt, war eh nur immer eine Idee halt, ne? Ganz ohne irgendeine Absicht oder irgendwas. So. Mit dem Schlag auch gleich hergeben können, gell? Danke. Bitte. Bitte sehr, Julian, wie Sie sich da um das Grab kümmern. Der Papa? Nein, mein Mann. Er ist vor einem halben Jahr gestorben. So. Das tut mir leid, jetzt habe ich nicht riechen können, ne? Das macht nichts. Da wischt immer die Besten, gell? Und das hat Trost ist. Nicht wirklich. Naja. Das Leben gibt und das Leben nimmt. Naja, das Geben, da der Geh was nehmen, ist das Unangenehme. Das Leben ist ein Hund, Frau Güth. Ah, geht's die Mama besuchen? Ha? Hallo, wie geht's? Und du Gusti, die Oma. Wieso streust du so? Meine Reini hat den Dienst quittiert und wird jetzt Privatdetektiv, ja, so wie der beim Chef Kandler, ja. Und heute fängt er in der Detektei Argus an. Na ja, weil er sagt, bei der Polizei gibt's nur Trotteln. Also, jetzt kommt jemand, ja. Na ja, außer Ihnen und den Herrn Brautmann natürlich. Ja, ja, danke für die gute Meinung. Komm, geh mit zur Oma. Ja, ja, wirklich, war Wahnsinn. Servus. Du, weißt du was, mich brauchst gar nicht grüßen, ja. Weil nämlich mit einem Fahneflüchtigen wie mit dir rede ich gar nicht. Jetzt sag ich mal, spinnst? Was
Franzose. Kennst ihn ja. Alles, was mit der Polizei zu tun hat, ist ja furchtbar. Genau wegen solchen Typen bin ich weg. Jetzt habe ich die Chance, endlich selbstständig was zu tun. Ja? Na, bei der Polizei bin ich nur wegen jeden Schaß vom Kommissariat über Funk dirigiert worden. Ne? Jetzt kriege ich endlich richtige Fälle zum Lösen. Und ich gratuliere dir zu dem ersten Tag als Christopher Marlow. Hm? Danke. Papa, ich muss. Direkt erhebend, was? Geld. Danke, wir sind. Wir werfen es einfach mal, ne? Also schreibt es. Leider hat sich in letzter Zeit gezeigt. Ja, das ist bester, grüß dich, na gut. Danke, Geisser, das gibt's ja nicht. Ja, grüß dich. Grüß Gott, Herr. Dr. Semmel, S-E-M-M-E-L. Dr. Semmel? Ja, ja, ja. Das ist mein Sekretär, ne? Der hat sich für einen Arzt, ich halte ihn aber für einen ausgezeichneten Politologen, gell? Aber nobody is perfect, gell, Semmel? Na, ich wollte ihn nur so besuchen, also fester. Ja. Am Sternhof müsst noch nicht sein. Nein, Gott, auch mein Sekretär. Na, wie geht's uns denn so immer? Ha? Ja, mir geht's gut, ne? Man, ja, wer mein Sekretär, nicht, kann in Ruhe meine Kolumnen schreiben, mache Notizen für meine Memoiren. Ja. Aber Putzfrau, wunderschöne Schwestern, ein tolles Essen und ausgezeichnete Ärzte. Nicht? Mir fehlt nichts. Meine einzige Sorge ist das Sparpaket der Regierung. Weil die Spitäler dürfen sie mir ja nichts einsparen. Weil sonst sperren sie mir sogar noch den Steinhof. Nicht? Und da müssen die wieder raus in die Welt und das ist gegen meine Interessen. Verstehst du, Gerst? Ihre Zeitungen, Herr Sebastian. Danke. Ja, was ist? Abtreten! Der bleibt ewig stehen. Ja, leider, ein bisschen Disziplin muss schon sein in dem Haus, nicht? Ja, wie gesagt, also, mir geht's gut. Wer bedient wie in der besten Hotel. Nur eines ist furchtbar. Ich krieg nichts zum Saufen. Jetzt denke ich schon drei Tage nach über die nächste Kolumne. Mir fällt überhaupt nichts ein. Der Kunststich. Wenn ich's krieg, kann mir auch nichts einfallen. Und wie war's damit? Fallert Ihnen da vielleicht jetzt was ein? Schockengeißer. Na, du bist ein Schatz. Wegschauen, Dr. Semmel, wegschauen. Ah. Jetzt arbeitet mein Gehirn wieder, weil es einen Sprit gekriegt hat. Jetzt wollen wir ganze Berge von Sätzen. Ganze Romane habe ich jetzt schon im Kopf. Ja, vielleicht auch etwas, was unsere Partei ein bisschen emporhebt. Ich meine, wir könnten jetzt schon positive Publicity brauchen. Wir würden auch sofort immer wieder für den nötigen Nachschub sorgen. Bestechung, ja, Bestechung. Das habe ich jetzt nicht gehört. Product Placement nennt man das. Dr. Semmel, wir arbeiten weiter. Ich hab schon die neue Überschrift. Die rote Fahne. Ja, nur weil sie meinen Papa geheiratet haben, heißt das noch lange, dass sie sich da aufführen können, als wären sie allein auf der Welt. Hast du das gehört? Er sagt immer sie zu mir. Und nur weil du der Sohn des Hauses bist, glaubst du, kannst dein Vater ein Leben lang auf der Taschen legen, ha? Ein Schmarotzer bist du! Ja, Kinder, bitte, kann man das alles nicht ein bisschen weniger aggressiv sagen? Es muss ja nicht die ganze Siedlung hören, was wir hier reden. Ich bin ja nicht aggressiv, außerdem sie hat angefangen. Ich? Hab ich angefangen? Ich? Der Herr im Haus bin ich? Und nicht ein Bub, den sie aus einer Bank in Moskau rausgeschmissen haben. Also, jetzt geht's wirklich ein bisschen zu weit. Du könntest jetzt langsam aufhören. Aber was jetzt? Fang ich überhaupt erst an? Und darum sag ich dir, solange dieser
hier in meinem Hause lebt, wird es immer wieder einen Wickel nach dem anderen geben. Also zieh aus bei gutem Wind, bevor ich zum Wickel wäre. Ich zieh aus, wenn's mir passt. Weil das Haus, das war schon meins, bevor Sie überhaupt gewusst haben, dass es das gibt. Und wenn Sie meinen Vater weiterhin gegen mich aufhetzen, dann sage ich nur eins. Seitensprung. Was höre ich da? Was heißt da Seitensprung? Nee, frag Sie. Zeig nicht mit dem nackerten Finger auf anzogene Leute, ja? Bist du total übergeschnappt? Seit ich den Berliberg kenne, lebe ich wie die reinste Klosterschwester neben mir. Das ist aber sonderbar, weil Sie sind nämlich gesehen worden, wie Sie mit einem Mann irgendwo reingegangen sind, was schwerlich ein Kloster war. Sag doch was, Berliberg. Wieso geht was? Stimmt das, was der Peppi da sagt? Schau mir in die Augen. Genügt das? Was kein Kloster war. Weißt, wo ich hineingegangen bin mit einem Mann? Ins Café Grinsteidl. Also doch. Aber nix, also doch, weißt, wer der Mann war? Ein Vertreter für Speiseöl, was wir doch literweise verbrauchen. Hörst du's? Hast du das gehört, Peppi? Die Maus führt geschäftliche Verhandlungen und du? Das war ein Missverständnis, Blasimaus, eine Mystifikation. Beim Himmelvater, Maus. Beim Himmelvater, der alles weiß, alles hört, alles sieht. Betrügst du mich? Aber wo denn her? Mein einziger Berliberg. Du hast doch selber gesagt, das war eine Mifikation. Welche Frau könnte einen Mann wie dich betrügen? Eine Frau, die dich hat, kommt gar nicht auf die Idee. Weg ist er. Kinder. Du setzt sie in die Welt, ziehst sie groß, steckst ihnen hinten und vorn alles hinein und was hast dann? Boshafte Fippern. Verlogene Nattern. Sorgnägel. Ach komm, reg dich nicht auf, Perlibär. Lass ihn reden. Wer weiß, was der für eine gesehen hat, von der er glaubt hat, dass es ich bin. Geh mal ein bisschen. Heidi machen? Na, muss, das wird halt nichts. Wieso ich erst? Schade ist das Lernt. Pfah, bist du deppert? Wow, hey! Was ist denn da passiert? Das erklärt er eher nicht. Halt! Ist das? Was bin ich? Nein, der Exalter ist abgesoffen. Riechen Sie den Sprit? Ja. Das macht er ständig, der Kübel. Jetzt ärgern Sie ihn ja nicht. Hat das auch noch ein Mensch. Sagen wir gleich, Frau Gürt. Was? Wieso kennen Sie denn meinen Namen? Können Sie sich nicht mehr erinnern? Wie man trotzdem am grafenen Mann. Friedhofskopf. Ach du meine Güte, ja sicher. Entschuldigen Sie, ich hab's jetzt gar nicht erkannt, so ohne Uniform. Ach so, naja, ohne Uniform ist gleich was anderes, ne? Nein, das Todelgewandel wie einer Arbeit muss. Machen Sie mir vorne auf. Ja. Da hängt sicher der Schwimmer. Das ist kein Problem, da gib mir eine meiner Hammer. Verdammt doch mal, wo ist denn der Hebel? Gut, los. Darf ich? Ja, bitte. Ich will dann da dazwischen rein, zwischen den. Ja. Also, die Pedale. Aber schönes Auto haben Sie da, Jens. Danke. Ja. Das hat mein Mann 1964 aus Amerika mitgebracht. Echt? Dann kurz bis vor Weihnachten ist er damit gefahren, ja. Ja, Masern gehabt, so. Ja, Mann. Ah. Also vom Auto her auf jeden Fall, ne? So, schauen wir. Da hat der Patient. Da fällt es eh schon noch Sprit, das hier.
Und wie schaut's aus? Gut schaut's aus, haben wir gleich. Ich hoffe, ich halte Sie nicht allzu sehr auf. Sie haben sicher noch was anderes zu tun. Ja, sind eh schon alle unter der Erde, was unter der Erde gehört hätte. Aber so. Nein, ich mache das ehrlich gesagt. Ich mache die Haken da nur für einen, sehr 13, ja, für einen Haberer da am Friedhof. Haberer? Na, für, wie sagt man, für einen guten Bekannten. Ach so, ja, ja. Ich bin in Wirklichkeit bin ich was anderes. Ich bin so, ja, Wirtschaftsberatung und Management und so Sachen. Ja. Das mache ich echt nur nebenbei da. Am Friedhof. Und wen beraten oder managen Sie so, wenn ich fragen darf? Ach, Künstler, Vorsicht heiß. Ja. Da habe ich zum Beispiel auch noch einen Sänger, der ist gar nicht so schlecht. Das ist ein, ja, der ist so Soul und Rock'n'Roll und so ein bisschen Musik und Wiener Lieder und so, aber recht talentiert. Na, junge Talente muss man unterstützen. Ja, eh. Na gut, jung ist er immer. So, jetzt müssen Sie schon bei. Aber unerfahren ist er. Ja, sicher. Und ich kümmere mich halt um ihn und schaue, dass was weitergeht, weil ich freue mich, wenn ein anderer einen Erfolg hat, weil ich selber, ich brauche ja nichts, ich bin bescheiden. So eine Einstellung kommt heutzutage aber selten vor. Naja, wo doch jeder nur noch auf seinen eigenen Vorteil schaut. Also, eins, zwei, drei und... Oh, das ist ein Wahnsinn. Das gibt's ja nicht, Sie sind ein Engel, bitte. Engel bin ich nicht, aber naja, gut, machen wir schon. Nee. Ah, Scheiße. So. Was haben Sie denn? Was zahlen wir ein bisschen? Aha. Ja, na. Was machen Sie denn dagegen? Nix. Was soll ich machen? Bis er aufgibt, der Sautrottel. Wollen Sie nicht vielleicht einmal zum Zahnarzt schauen? Geh. Bei meine Pulver. Haben Sie vielleicht Angst vom Zahnarzt? Angst, ja. Ja. Nein. Nur, ich sage Ihnen, was die Zahn jetzt, ich mein. Das sind ja alles perverse Drecksäue. Satisten sind jetzt die ganzen Gebietschlumpse. Das ist genauso, jeder der Arzt machen will und dann steppert ist der Feder, macht ihn auf Zahnarzt und lässt seinen Frust in unserer Pappen aus. Genauso ist man. Also, ich muss sagen, das ist wirklich eine liebe Theorie. Ja. So, bin ich Finger weg. Ja. Ja, bin neu. Also, meine, wenn die Schmerzen einmal unerträglich werden sollten, ja? Ja. Können Sie mich gerne jederzeit in meiner Praxis besuchen? Was? Achso, was ist denn da? Gebissschlosser. Aber ich verspreche es Ihnen, ich bin keine perverse Sadistin. Aus diesem Grunde, weil ich spüre, dass auch du. Und deshalb möchte ich. Nein, deshalb. Bitte ich, nein, deshalb. Bitte ich deine Hand. Ach, deshalb. Möchte ich jetzt in aller Form um. Guten Abend. Die ha, sehr. Wie. Danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut, das freut mich. Wiederschauen. Bist böse? Geschlichen hast du. Und jetzt wartest du auf die Sabine, stimmt's? Jo. Du, das macht nichts. So ist das Leben. Und ich meine, wenn wir uns ganz ehrlich sind, wir zwei haben doch wirklich nett zusammenpasst, ha? Also, es passt schon so, wie es ist. Das heißt, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, du brauchst mir nicht aus dem Weg gehen, wenn du mich siehst. Klar? Freilich nicht. Alles klar. Alles dann. Ah, der Herr Henker. Was spielst du denn, Rosenkavalier? Ich warte auf die Sabine. Ah, ja, guten Tag. Begrüßen Sie. Grüß Sie. Servus, Bezirksrat. Wir beide begrüßen Sie auch herzlich. Lange haben wir uns nicht gesehen. Ja, leider. Der Schuldienst frisst mir total auf. Ja. Ja. Wie geht's in der Chronik? Schlecht. Der Computer macht nicht immer das, was ich will. Ja. Das ist ein Graffelwerk, ist das. Bitte, Herr Kudaniak, hier lebt, du bist doch kein Graffelwerk, sondern ein hochempfindlicher Rechner. Also, wenn Sie wollen, dann schau ich mal vorbei bei Ihnen und dann räumen wir alle Zweifel bezüglich Ihres Gerätes aus dem Weg. Ne? Sonst braucht ein 100-Jähriger einen Computer. Das war gut, weil der Drucker hat auch manchmal was. Der druckt nicht das, was ich will, sondern ja. da kommen Sachen aus den Hieroglyphen, die ich noch nie gesehen habe. Ja. Das, ja. Grüß dich Gott für den Sabine. Also, ich werde dann mal bei Ihnen vorbeischauen, gell? Ja. Wiederschauen. Er wird bei uns vorbeischauen. Wenn er nicht bald kommt, ich mir einen Hammer und hat das ganze Kraftwerk zusammen. Aber da ist ja heute mehr los als wir im Fernsehen. Wo geht's denn hin? Zum Hering. Was der Lena ihr René singt heute zum ersten Mal. Sie ist schon so aufgeregt, die flippt wie eine Große. Also, pfiat dich. Ciao.
wäre ja glatt mitgegangen, wenn sie mich gefragt hätten. Und im Brot ertrunken steht der Geisterbahn. Dort gibt's ein Skelett, das man sich fürchten kann. Jeder Schwiegermutter, die wird eh nix tun. Die war viele Hocken wie geboren. Auf der Gossen, im Adelboschen, schöne Frauen, das Geld verhauen. Was er der Wecker nimmt, ein bisschen an die Kuh springt, Hans die Vierzehnte und schreien Juche. Hat sie gefallen? Brauchst du auch singen? Schön hat er gesungen. Ja, glaubst du? Ja, den Leuten hat's gefallen. Ja, wie schauen wir aus? Singst du ein Lied mit mir? Ich bin doch keine Heringssängerin. Na, die singen wir was. Na, beim Fest in Kaisermühlen ist auch gesungen. Na ja, das ist ja was anderes. In Kaisermühlen kennen wir die Leute aber doch da nicht. Nein. Okay. Ja, lernst du halt jetzt kennen. Franzi singen, ne? Du auch? Ja. Ich weiß nicht, Franzi, bei dir scheitert der Übsen ein bisschen, was? Der Hasler! Gigitti, sing mit mir, René. Ein Lied wenigstens, ne? Hm? Also gut, aber nur eins. Was? Silberne Kandel? Gut. Können wir's anpurschen? Du liebe Säule des Hauses, schaust mich so freundlich an und sagst, geh her zu mir, schaff dir ein Kassel. Schon, gell? Ja, 100%ig. Hoppala. Wird da nicht wieder eingespielt, was? Na ja, ein paar Vierln, zwei Stunden sind wahrscheinlich schon Promille. Hoffentlich haben die Herren Kollegen kein Planquadrat aufgebaut und ich fahre nicht da rein. Dann grüß Gott, Frau Kompott. Jetzt zeigst du ihnen deine Hundsmarke und alles ist verletzt. So, jetzt genau. Kommen wir mein geliebtes blondes Engel. Ja, der Herr Scholt. Oh, der Herr Bezirksrat mit einer Dame. Ja, ich. Ach, so was, ich liebe Frau Schimek mit Gemahl. Das ist. Da fahre ich extra so weit hier heraus, weil ich glaube, da triff ich bestimmt keinen Kaisermühlner. Was ist? Sonst werden da. Nicht, darf ich bekannt machen? Das ist die Frau Schimek, das ist der Herr Trautmann. Angenehm. Sehr angenehm. Das ist die Frau Groschopf. Meine. Unsere Lieferantin, wir haben heute hier ein kleines geschäftliches Abendessen, nicht so wegen der Steuer, nicht so, Sie verstehen. 100%ig, Herr Schüttler. Ja, wir haben nichts gesehen. Ich meine, für den Fall der Fälle, dass doch jemand etwas wissen wollte, ne? Was ich meine. Sie überhaupt nichts. Ja, entschuldigen Sie, aber das kann doch jeder sehen, jeder wissen. Was ist denn schon dabei? Ich meine, nicht? Aber sozusagen. Eben sozusagen. Wir wünschen Ihnen weiterhin noch einen schönen geschäftlichen Abend. Werden wir haben, werden wir haben. Dankeschön. Wiederschauen, Frau Sinek, wiederschauen, Herr Trautmann. Bitte kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Na, dass da die Augen nicht stecken bleiben. Was? Ich hab ja gar nicht geschaut. Also, gehen wir. Nein. Gehen wir. Ich hab's geschaut. Ja, hoppala. Ich habe ja doch zu viel getrunken. Es ist. Ah!
richtige Gelegenheit, um. Sabine, wir sind jetzt schon eine Zeit zusammen. Ich wollte es nur sagen. Sabine, ich wollte die Gelegenheit ergreifen. Du hast doch auf der Hochschaubahn was sagen wollen. Sabine, ich wollte sagen, dass... Schau, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Zeit. Das ist ja Irrenhaus, ich kann da nicht reden. Ich muss da an den Rand fahren. Sabine, ich will dir die ganze Zeit schon was fragen. Ja, dann frag! Möchtest du? Wollen wir? Kann ich deine Hand? Was? Ich liebe dich! Ich will dich heiraten! Was? Was? Ist total schlecht! Entschuldigung! Ich hätte nicht heiraten, junge Frau. Mutter, Frau Mutter, der Raven ist ein Luder. Da ist wer. Was liegt das? Etwas bist, den kauf ich mir. Ich bin's ja nur. Du? Ja, ich. Hallo, Mama. Was machst du da? Also, wir haben geglaubt, du bist Kölnerin in Tirol. Naja, war ich ja. Jetzt bin ich halt wieder da. Darf ich eh da bleiben? Frag du nicht so deppert. Na klar. Danke, Marilyn. Weißt, ich habe mir nicht mehr zum Helfen gewusst. Und in Tirol, da habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Du holst es ja nirgends aus. Aber zur Mama kann man immer kommen, hm? Hast du Urlaub? Oder haben sie wieder ausgeschmissen? Jetzt fragst du doch nicht so wie beim Verhör. Na ja, hat es einen Vorfall gegeben? Magst du was? Hast du einen Hunger? Hast du einen Durst? Nein, ich will nur da bleiben. Es hat nichts gegeben. Nichts Direktes. Ich hab's halt nicht mehr ausgehalten in Tirol. Na ja, jetzt bist du ja da. Bei uns hält's das ja aus, ne? Ich mach einen Kaffee für uns alle. Nix, wie Sorgen hat man mit den Kindern. Was hast du denn nicht geschrieben? Oder angerufen und gesagt, dass das schlecht geht. Das wollte ich ja eh. Aber dann habe ich mir gedacht, da fahre ich lieber gleich zu Hause. Schlafst schon, Trautmann? Es ist schon eine komische Geschichte, findest du nicht? Und was? Na ja, ob da nicht mehr dahinter steckt. Ach, das werden wir schon erfahren. Mach dir keine Sorgen. Schlaf lieber. Du musst morgen zeitig die Trafik aufsperren. Ich kann mich ausbüßeln. Ich habe Gott sei Dank Nachtdienst morgen. Und dann hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Na, endlich. Ich freue mich für dich, ehrlich. Weißt, solche Spätsünder sind oft die besten Ehemänner. Ich glaube, wir werden total glücklich sein. Der Henke ist einfach so, so lieb. Schönen guten Tag, meine Damen. Ich krieg meine Zeitung. Und zwei Schachtel Milde. Pass auf, der ist der Beste, der hat sich selber übertroffen. Pass auf. Brüder, seht, die rote Fahne fliegt uns kühn voran. Denn rot ist die Farbe der Zukunft und die blaue Fahne hängt sturmzerfetzt herab, wie ein alter Fetzen.
der Silvester, der hat's in sich. Ja, Flaschen Schnaps. Der muss ja total besoffen gewesen sein, wie er das geschrieben hat. Du, komplett. In Brandvino wäre das, Genossin Schimek, wie will er teuer sagen. Wir schlagen blind zu, treffen mitten in Schwarz. Also, die trostlosen Blauen waren schon vor Tagesanbruch gezählt. Und bitte den letzten Satz müssen Sie ihn auf der Zunge zergehen lassen. Schwenket die blutig rote Fahne über die Arbeiterwelt. Ja, ja, der Silvester, der ist ein echter Philosoph, aber von unserer Seite, der kann so ein verbotster Revolution wie seiner Zeit, die unseren 68er Mann aus dem Volke, der was sich die Wahrheit sagen traut, der morgen ich und der Silvester gleich eine ganze Artikelserie draus. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ein. Auf Wiedersehen. Morgen. Morgen, servus. Machst du einen Kaffee? Und ist noch nicht da. Ja, bitte. Aber wegen dem bin ich nicht reingekommen. So. Warum denn dann? Danke. Weil ich mit dir reden möchte. In Tirol. Hat's zu alles gegeben, ne? Sonst warst du nicht alles über Kopf geflüchtet. Naja, es hat zu alles gegeben. Und welche? Du hast mit dem Chef gestritten. Aber es gehört zu wenig. Du hast was mitgelassen. Ines, mir kannst du es ja sagen. Ich hab nur keinen gefressen, hm? Also, was war? Ich bin schwanger geworden. Aber ich hab das nicht wollen, ehrlich nicht. Dem Chef, sein Bruder, hat mich vergewaltigt. Und jetzt sagt er, dass es genau umgekehrt gewesen ist. Dass ich ihn verführt hätte. Und dass er so eine wie mich eh nicht heiraten wird. Und dass das Kind sowieso nicht von ihm ist. Aber ich will das Kind auch nicht von so einem besoffenen Arschloch. Und dann war ich halt dort und da bin ich halt her. Und jetzt bin ich halt da. Komm jetzt auf zu Warner. Komm ja. Was passiert ist, ist passiert. Kann nichts mehr machen. Wer war so davon der Vergewaltigung? Hast du eine Anzeige gemacht? Dem Chef habe ich gesagt, dass ich zu meiner kranken Mutter muss. Und der weiß auch nichts von der ganzen Geschichte. Und jetzt willst du das Kind abtreiben lassen? Ja. Und kann er sowas erfahren? Keiner. Nur deine Mutter muss dir schon sagen, das ist doch wohl Kleines. Also mir wäre schon lieber, dass die Mama das nicht wissen hätte. Das wird nicht gehen. Nein, der Mama muss dir schon sagen. Na klar, vom Gustl und von der Nenz und von allen anderen Leuten halten wir das geheim. Und wenn mich die Mama raushaut? Geh, Dummerl. Die schmeißt dich doch nicht raus. Das ist doch schließlich die Mutter. Weißt, ich hab mir gedacht, dass du. Dass du. In letzter Zeit hat sich bei mir ein Gesinnungswandel vollzogen, der in den nächsten Kolumnen verstärkt zu. Herr Schepester! Ja, der Herr Redakteur, ist das nicht ein schöner Tag heute? Ja.
Die Vöglein zwitschern und der Himmel ist blau und alles ist ganz feierlich. Dann halten Sie den Mund, Sie Wahnsinniger. Ja, aber bitte, Herr Redakteur. Und Sie auch. Sie ganz besonders. Ja, regen Sie doch nicht auf, Herr Redakteur. Das ist ja gesundheitsschädlich. Denken Sie lieber an ein Gedicht, was ich seit meiner Schulzeit kenne. Der Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern, flattern durch die Lüfte. Schauen Sie an, jetzt werden schon ganz ruhig und friedlich, nicht? Und schnaufen kann nicht mehr so viel. Will ich aber nicht. Kommen Sie mal mit Mörike und sein Frühlingsgedicht. Dr. Semmel erkennt Mörike. Wunderbar. Und Sie schreiben was von einem alten Fetzen, was runterhängt. Ja, bitte, das war doch nur bildlich gemeint, damit meine Kolumne ein bisschen eine Farbe bekommt. Aha, bildlich. Was ich Ihnen jetzt sage, ist nicht bildlich, sondern buchstäblich gemeint. Herr. Bester, mein Name. Die sind gefeuert. Unser Blatt ist nämlich objektiv, sachlich und weder rot noch blau noch schwarz. Nein. In Zukunft können Sie Ihre Güsse für sich behalten. Sie Vollidiot. Dr. Semmel, was ich immer sage, die intelligenten Leute sind da herinnen, die Wahnsinnigen sind draußen, gell, Dr. Semmel. Meister, das ist der Beweis. Dr. Semmel, jetzt zerreißt man mal die ganzen Notizen für die Kolumnen. Wir beenden das und schreiben nur mehr an meinen Memoiren. Warum ist denn die Uschel nicht zu mir gekommen? Das glaubt er, du machst einen Zirkus. Ich mache einen Zirkus? Ich war nur zur Polizei gegangen und hätte ihn angezeigt. Ich hab mein Kind nicht gekriegt, damit es ein Besoffener anbumst. Nur dazu mit Gewalt. Ja, siehst du das. Und darum ist die Ines zuerst zu mir gekommen. Also eine Anzeige wegen einer Vergewaltigung ist immer eine ungute Geschichte. Oh ja, wunderbar. Na ja, aber es kommt ja nichts außer dabei. Ne? Nur dazu, wenn er Serviermädel einen Chef anzeigen will. Steigt doch alles an und heiraten tut das auch nicht. Ne? Und was hat's davon? Ein Kind dazu man holen, das sehe nicht will. Ja, und er lacht sich eins und bumst die nächste an. Was mich fragst, denkt dem Kerl da angeschnitten. Ja, komm, jetzt beruhig dich wieder, ja? Mach dich gar nicht so aufregend. Wollen wir dem Mädel helfen? Ja oder nein? Na ja, sicher. Na also. Deswegen gehe ich morgen in der Früh nach dem Nachtdienst sofort zu unserem Amtsarzt, das ist aber der Späßl von mir, und der wird mir dann genau sagen, was wir dieser Sache am besten machen. Du bleibst ruhig, regst dich nicht auf und wartest in aller Ruhe ab. Also gut, macht's nur, braucht's mir nicht. Aber geht die bitte, komm. Na, entschuldige, bin ich jetzt die Mutter oder bin ich's nicht? Ja, ich bin's nicht, das wissen wir beide, oder? Ja, ich weiß nicht, dass du nichts dafür hast, bist eh lieb, aber. Na, ich kränk mich halt auch.